Willkommen zu einer neuen Episode Minecraft Ungeschnitten mit sehr schöner Musik im Hintergrund. Und wir spielen wieder mal drei Runden Survival Games. Und schauen uns mal hier wieder um, ganz gekonnt, wo wir dann eine Lobby finden. Ganz gekonnt, habe ich gesagt. Da, ganz gekonnt. Perfekt. Irgendwie sind die Frames gerade ein bisschen unstabil. Das ist, finde ich, gerade ein bisschen ungeil. Irgendwie, ich habe gerade nur 32 Frames. Mache ich irgendwas? Ich mache eigentlich gerade gar nichts. Naja, aber ich dachte, ich bin mal ein bisschen schlau. Okay, ich bin erstmal jetzt gerade mal wirklich ein bisschen schlau. Machen wir Vote 3, 4, Futuristic City. Und ich dachte, ich bin schlau und installiere mir mal so ein paar kleine Tweaks und Mods. Unter anderem auch die Enchanting Plus. Ach ja, Furzbech, das hatten wir schon mal, die Diskussion. Hatten wir schon mal. Und wollte mir Enchanting Plus installieren, habe ich auch getan. Allerdings, das Dumme war, auf Multiplayer-Servern funktioniert das Ganze nicht. Ja. Ne, ich dachte, okay, bist du mal schlauer als alle anderen. Ach, scheiß drauf. Dann habe ich mir noch die, Na komm, jetzt mache ich mal, hey. So, guten Tag. Ja, okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, holst du doch die Matmos-Mod, schöner Zungenbrecher. Sagt mal alle ganz schnell Matmos-Mod. Matmos-Mod, okay, ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich renne zu den Brücken. Also wir rennen, gut. Was haben wir denn jetzt hier? Was? Ah, pff. Genau. Yay, yay. Wir müssen da lang, glaube ich. Okay, me too. Okay. Okay. Ja, Leute. Etwas andere Folge heute. Mal ein bisschen Teamfolge. Mehr oder weniger. Ich werde eh gleich von allen. Nimm bloß die rechte Kiste. Ich nehme die in der Mitte, okay? Ich schreibe mal kurz. Nimm die rechte Kiste. Also, du. So, genau, wir rennen da raus und mit der Matmos-Mods kann man hoffentlich ein bisschen, so Schwerter klingen und Schwerter ziehen hören. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, für, na, da den Eisenbahren, ich hab, da, Apfel nehme ich doch ganz gerne. Oh, fuck. Irgendwie, da lang muss ich, ne, genau, perfekt, da lang muss ich. Und mit der Matmos-Mod ist es schon ganz geil eigentlich, weil dann kann man wirklich eventuell die Schwerter zücken hören hinter uns. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Eventuell funktioniert es. Kann gut sein. Weiß ich nicht. Werden wir mal im Laufe des Spiels herausfinden. Und demnach kann man vielleicht einen oder anderen Gegner hören, wenn er so hinter uns her ist oder so. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Deswegen probiere ich immer ganz gerne ein bisschen was aus. Ne? Einfach mal so ein bisschen Abwechslung. Mal was Neues ausprobieren, die Vögel zwitschern hören. Ja, wenigstens so eine. Okay, es ist nur aus Holz. Och nö. Ja, was haben wir noch hier für Möglichkeiten gerade? Eigentlich. Da sind noch Truhen, aber die übersehe ich alle mal gekonnt. Ich will erstmal zu den Tattoos. Okay. Oh fuck, ich werde jetzt schon. Ja, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wer will mich denn hier verarschen? Wer will mich hier verarschen? Er will mich verarschen. Du willst mich verarschen, hab ich gehört? Fuck, ey. Ja, wir dürfen noch nicht hoch. Oh, die Musik. Wir dürfen noch nicht hochgehen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen regenerieren. Es wird aber nichts mehr. Wir sind in der Klemme. Was machen wir denn jetzt? Oh. Aua. Ganz elegant und runtergeschwommen. Ein Herz. Die Musik wird dramatisch. Und wir sind kurz vor unserem Tod. Ja, Hilfe, die brauche ich auch. Können wir das Ganze überleben? Ich weiß es nicht. Es sieht schwer aus. Wir müssen dem Tod ins Auge blicken. Früher oder später sterben wir alle. Ich etwas früher als ihr wahrscheinlich. Aber wir können uns gut regenerieren. Ist der Fritze noch hinter uns? Der Fritze verfolgt uns auf Fuß und tritt auf Wasser im Tritt. Und ich gehe hoch. Perfekt hochgekommen. Und ich laufe weg.
wohin mich meine Füße tragen können. Das wird nicht weit sein und gleich kann ich nicht mehr raggen. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen spielen mit dem Typen. Wir müssen halt ein kleines Katz-und-Maus-Spiel spielen mit ihm. Was anderes können wir hier nicht mehr machen. So, ich gehe jetzt zurück zu den Tattoos. So, 3 Herzen weniger. Das Schweinchen. Dem Schweinchen geben wir noch einen mit. Aber nur einen ganz kurzen geben wir ihm mit. Jetzt lege ich rum. Es kann doch nicht zu fassen sein. Boah, Leute, ey. Ich bekomme einen Koller hier. Es kann doch nicht sein, dass ich wieder rumlegge, wenn ich gerade verfolgt werde. Letzte Folge, wisst ihr noch, ja? 2er-Team und so. Ich laufe einfach. Aber die Musik verheißt nichts Gutes. Er ist immer noch hinter mir. Er wird auch so schnell nicht ablassen von mir. Und ich muss dem Tod langsam ins Auge sehen, denn bald kann ich nicht mehr raggen. Dauert zwar noch ein bisschen. Jetzt legge ich mal nicht. Endlich. Jetzt kann ich mich schön elegant hier hoch. Klabastern. Klamüsen. Klarhosen. Klar irgendwas. Und bloß kein Fallschaden erleiden. Und jetzt gehen wir hier rüber. Und sobald wir nicht mehr raggen können, ab ins Wasser. Ups. Ja, wir haben keine Chance. Junge, ich hab doch nichts. Geh doch lieber mal den Truhen hinterher. Oder guck mal, was du in den Truhen so Schönes findest. Okay, er ist weg. Jetzt müssen wir Essen finden. Ups. Oh, bäh. Wir brauchen Essen, ganz dringend. Es ist weg. Und ich kann nicht mehr laufen. Da kommt er wieder. Und ich bin tot. Ich werde sterben in ein paar Sekunden. Ganz elendig. Ganz elendig. Lieber Fort Bash. Du lebst noch. Ich lebe auch noch. Aua, nicht mehr lange. Lieber Forzbech, bitte gewinn diese Runde für mich, okay? Bitte gewinn diese Runde. Haha, ja, genau. Macht ihn fertig. Diesen verdammten... Hinter mir herlaufer! Oh, das ist jetzt aber eine spannende... Where are you? You're dead. Okay, pass auf. Wir machen es heute mal ein bisschen anders, ne? Das ist gerade ein bisschen spannend. Und ich gehe einfach raus. Es ist spannend, also gehe ich einfach mal raus. Ja komm, ich will hier drauf gehen. Wir machen heute mal eine etwas andere Folge. Hier ist der Implaplataha. Das ist mein Mörder. Forzbech, bitte räche dich. Räche dich für diesen Mann, der meinte, hinterherlaufen zu müssen, bis ich nicht mehr konnte. Bis meine Füße schwach wurden. Wo ist Forzbech überhaupt? Komm, wir machen heute mal... Ne, wir müssen ja nicht immer so, 3 Runden hin oder her. 3 Runden dies, das. Wir können ja einfach mal... was Neues machen. Oh, der hat einen Bogen. Forzbech, pass auf! Und, also ein bisschen Kommentator-Style, ne? Sie standen sich gegenüber und... Grasslos zielt mit dem Bogen und Forzbech versteckt sich. Wunderbar, das machst du gut, aber pass auf. Forzbech, pass auf. Ja, knall ihn runter. Schön, wunderbar. Und Forzbech sieht, schön. Er gibt ihm ordentlich. Na. Okay, da bleibt er ein bisschen hängen. Und jetzt bleibt er wieder stehen. Was machst du? Frieden oder nicht? Yo. Das sind immer die geilsten, ne? Zuerst kämpfen und dann Frieden. Okay, wir frieden einfach mal. Ja, nichts gegen Forzbech. Forzbech ist schon ganz in Ordnung. Obwohl er mir ein bisschen zu viel forzt. Okay, er hat sich angeboten. Den musste ich einfach bringen. Früher oder später hätte ich ihn so oder so gebracht. Und jetzt kämpfen die doch, oder wie? Forzbech, du kleine Ratte. Forzbech, du kleine Ratte. Das kann doch nicht sein. Du kleiner Verräter. Oh, er lebt wieder. Hallo. Er wieder weg. Ja. Wir machen ein bisschen was anderes heute, oder? Ich nenne es trotzdem ungeschnitten. Ich werde auch noch eine Runde spielen. Vielleicht auch nur 2 Runden. Ich will mir die Runde trotzdem zu Ende gucken. Also solange halt noch hier Mr. Mumia lebt. Denn ich will, dass Furzbech ihn tötet. Ich möchte einfach die Genugtuung haben.
guckt euch das an, der steht immer noch hier bei den Scheiß, da wo er die ganze Zeit stand, wo er mich verfolgt hat, der steht immer noch, ne? Ne? Es kann doch echt nicht sein. Und, was macht Furzbech? Bash? Furzbech? Bash? Wow! Oh mein Gott! Wo ist denn, da ist Furzbech. Na? Ich werde natürlich gleich kurz schreiben müssen, nach der Folge, dass ich die Folge heute online bringe. Einfach auch nur für sein Interesse. Oh, Furzbech, du wirst sterben. Er macht sich nicht viele Freunde, der Furzbech, aber, das ist das Schöne an ihm. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn, glaube ich. Also ich kenne ihn schon ein bisschen, wir haben, glaube ich, schon mal geschrieben. Auch, irgendwas wegen YouTube, dass er mich kennt oder so. Und deswegen will ich ihn einfach mal ein bisschen verfolgen hier. Und natürlich will ich auch den Tod von LP. Ah, der ist in dem Bagger, in dem wollte ich eigentlich reingehen. Der ist sogar noch voll, verdammte Kacke. Na. Ich finde die nie, ne? Da ist wieder Furzbech. Und irgendwie geht gerade nicht so richtig die Action ab. Brr. Bisschen langweilig. Warum? Bist du eingeschlafen? Nee, er lebt wieder. Er hat nur ein kurzes Nickerchen gemacht. Darf man auch mal machen zwischendurch. Auch bei Survival Games muss man mal ganz kurz schlafen gehen. Ah, die Vögel, ne? Es ist schon ganz nice mit der Matmos-Mod. Matmos-Mod. Oder. Oh. Da betteln sich zwei. Schauen wir mal zu. Sogar ein Herz, schreibt er. Was ist denn mit Furzbech los? Oh, mit dem Stock. Nein! Mit der Angel und einem Stock. Oh, sein großes Steinschwert. Aber der andere ist von unten. Der Whisper ist von unten. Er wispert von unten quasi den... Aber da! An uns, deswegen... Ja, was dumm ist halt... Oh, Furzbech. Jetzt snackt er ihn ab, oder wie? Snack ihn ab, du kleine Ratte Furzbech. Er snackt sich alle, oder wie? Ja, was ist denn hier los? Boah, der gibt ihm aber ordentlich. Aufpassen! Rechts neben dir! Na, Furzbech ist gar nicht so schlecht. Ne? Ne? Pfeil hat er immer noch übrig. Ja, natürlich. Lebt noch unser Freund? Lebt immer noch. Wie komme ich hier wieder raus? Okay, mit E. Und es wird Nacht. Oh. Oh. Ah, Mann, ey. Wenn wir einmal eine schöne Kamerafahrt machen. Oh, Footsplash. Geht Richtung Spawn. Das ist clever von ihm. Heute mal so eine kleine Analyserunde, was man hätte besser machen können. Also aus unserer Sicht hätten wir eigentlich nichts besser machen können. Wir wurden verfolgt die ganze Zeit und irgendwann geht's einfach nicht mehr. Und gerade mit einem Holzschwert, mit einer Holzaxt, Entschuldigung. Oh, jetzt schleicht er uns. Müllapper ist tot. Deswegen würde ich sagen, tut mir leid, Furzbech, du kannst mir in die Kommentare schreiben, wenn du die Folge liest, ob du die Runde noch gewonnen hast. Also erinnere dich bitte dran. Oh. Genau, passend. I'm coming home und ich kam auch hoch. Warte mal, ich mach kurz gleich ab. So, ich werde natürlich gleich noch sagen, dass ich die Runde aufgenommen habe. Irgendwie werde ich ihm das schon mitteilen können. SG23. Dauert noch viel zu lange. Kann ich nicht irgendwie mal kommen, ein bisschen hier auf Tempo jetzt machen? Ich will ein bisschen auf Tempo, Beatery. Oh, ist da? Oh, fuck, das war ganz knapp. SG5, wie lange ist F... Da? Jetzt bin ich wieder in-game in anderem... Boah. Heute ist nicht meine Stunde, nicht mein Tag, nicht meine Sekunde und ich komme jetzt... Leute, Landschaft wird... Oh. Wenn man es mal schnell machen will... Leute? Ich glaube, ich muss mal eben ganz kurz neu starten oder so. Bis gleich. So schnell kann es gehen. Irgendwie... Ich weiß nicht, es ist alles abgestürzt gerade. Ich musste neu starten, komplett. Also mich komplett abmelden, nochmal neu anmelden. Keine Ahnung. Oh je, ein Schnitt bei ungeschnitten? Ja, ist halt jetzt so. Kann man nichts dran ändern, müssen wir mit leben, aber ich denke mal, es ist verkraftbar, oder? Alacho, wer ist denn Alacho? Kenn ich nicht. Kennt ihr Alacho? Ich kenn nicht Alacho, kenn ich nicht.
Okay, wir spielen wieder die neue Map. Und ich kann da so meine normale Route einmal präsentieren. Hört ihr auch den Wind? Da ist doch irgendwo Wind, ne? Ist die Map etwa zu hoch gebaut worden? Nicht auf normaler Erde? Auf normalem Grund? Liebes Vulcano-Team, ich glaube... Oh, Papa Schlumpf. Ich hab nichts gesagt. Da ist Papa Schlumpf. Oh. Hallo, Papa Schlumpf. Ja. Nö, ich finde die neue Map schon in Ordnung. Ich finde die echt geil. Oh, das... genau, da, er ist Erster. Scheiße. Ja, ich guck keinen South Park, liebe Leute, aber ich weiß, wer das ist. Oh, sogar auch... Boah, heute Prominenz hier am Start. Papa Schlumpf, Super Mario und hier einer von South Park. Perfekt, oder? So, ich sag euch eine richtig geile Route. Pass mal auf. Also nicht meine Route, sondern eine richtig geile Route. Ihr müsst auch richtig hinhören, liebe Leute. Meine Güte. Ups. So, und das ist diese Route. Papa Schlumpf geht woanders lang mit seinem Optifine Cape. Ich gehe diese Route. Denn die Route hat einen Vorteil. Und bei ruhiger Musik werde ich euch erklären, was für ein Vorteil. Wow! Hallöchen. Zwei Erfahrungsflaschen. Mit mir sind es schon drei Flaschen. Hätten wir schon eigentlich, ja, okay, der war flach. Heute bin ich Mr. Flachwitz und Mr. Ich will alle trollen, irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich nehme heute alles nicht ganz so ernst. Muss auch mal Survival Games nicht ganz so ernst nehmen. Tut auch mal gut. Nämlich hier oben, oh. Gibt es ein Steinschwert? Also haben wir jetzt ein Steinschwert. Kennt ihr ja schon aus der letzten Episode, allerdings... Oh, da kommt schon jemand. Allerdings war das da noch nicht gewollt. Sondern nur Zufall. Ein bisschen Rüstung. Immer gut. Die Stöcke nehmen wir auch mal eben mit. Oh, fuck. Da ist er hin. Oh, er macht mich aber ordentlich fertig. Wow. Das war... Hallo, du Flasche. Jetzt haben wir schon ein Level. Ist ja... Herz allerliebst. Und jetzt haben wir hier so schönes Rosen. Warum hat denn der drei Rosen dabei? Wen wollte der denn beeindrucken? Vielleicht so ins Finale schummeln mit den Rosen und sagen, hier, nimm die Rose. Dann, lasse ich dich... was? Nee. Nimm die Rose dann... Ach, nimm meine Hose, damit ich nackt bin und die es besorgen kann. So, Ende, ey. Wir gehen jetzt hier lang. Und, schauen einfach mal... Da ist noch eine Trüchens. Na, das ist schon nicht so gut. Aber wir rennen jetzt mal hier lang. Boah, dieser Wind nervt aber schon ordentlich. Also, Matmos macht schon Spaß. Aber bei den Maps eher ungeil. So, machen wir mal hier eben. Machen wir mal so. Und dann gehen wir hier weiter. Oh, das sind drei Kühe. Noch ein Steinschwert. Kuh, sag Mu, Kuh, sag nicht weglaufen, Kuh. Sollst Mu sagen. Hallo? Da. Ja, wir bräuchten halt auf jeden Fall noch ein bisschen Rüstung, ne? Komm, Schaf. Kommt hier irgendjemand? Nee, ne? Ich mag die Route irgendwie sehr gerne. Ich finde, das ist eine gute Route. Nochmal hier was. Ja, klar. Essensbug. Fucking shit, weil ich gegessen habe und gleichzeitig die Tour aufgemacht habe. Dann gibt es den Essensbug, sodass man nichts essen kann. Oder man isst schon, also das Ding ist weg. Aber wir essen nicht. Wir gehen mal verzaubern. Wir haben weder Eisen noch sonst irgendwas. Deswegen können wir uns erlauben, mal eben unser Schwert zu verzaubern. Schade um die Enchanting Plus Mod, aber wir haben trotzdem Schärfe drauf. Ist ja scharf. Und dann gehen wir mal hier rein. Oh, ist schon alles leer? Ich bräuchte ein bisschen... ein bisschen Rüstung. Dankeschön. Genau so. Ja, komm, das Goldschwert. Lassen wir mal Goldschwert sein. Jetzt noch ein Harnisch und noch ein Level. Und dann können wir unsere zweite Sache verzaubern. Wäre auch nicht verkehrt. Oder? Aber ein Harnisch muss halt noch her. Wo finden wir einen Harnisch? Na?
Na? Na? Gar nicht. Haha. Hier drin gibt's auch noch ein, zwei Truhen, ne? Ich war mal auch schon mal drin, glaube ich, in der letzten Folge bei den ganzen Ach, ein Supermarkt ist das. Oh. Hallo, hast du Kleingeld für mich? Ein Tester ist da. Jetzt will er sich verstecken, oder wie? Ah, der hat aber auch null Rüstung. Wo ist er hin? Hat aber auch null Rüstung. Das habe ich getoggelt. Das war nicht so geil gerade. Was haben wir denn heute mit den Erfahrungsflaschen? Was hat denn das auf sich heute? Warum bekommen wir so viele? Oh, die Truhe ist leer. Wir können Schilder verzaubern. Aber wir brauchen noch einen Harnisch. Den haben wir nicht. Ein Supermarkt ist das. Hier ist ja geil. Das ist ja cool. Das gefällt mir irgendwie gerade. So, machen wir mal so. Die behalte ich mal lieber. Die behalte ich. Komm, das machen wir mal. Steinschwert. Ist das holländisch für Steinschwert? Steinschwert. Kann das sein? Boah, ich rede mich hier um Kopf und Fuß. Ja. Aber ich bin heute irgendwie in Laune. Da ist eine Truhe. Aua. Aber ich habe auch irgendwie Bock, Leute, wieso sage ich, ich habe irgendwie Bock, wenn ich eigentlich sagen will, dass wir schon spät haben. Und ich die Folge wieder irgendwie online bringen. Oh. Uff. Hab doch Team gesagt. Ich bin Furzbash. Der eine ist tot. Oh, der andere ist da. Da habe ich gar nicht gesehen gerade. Oh fuck, ist hier Schluss oder wie? Nee, also ich komme nur von hier. Also manchmal. Ups. Nur kurz Ronald Reagan ein bisschen. Ronald McDonald, Ronald Reagan. Das ist mein Lieblingsspruch. Ronald Reagan. Oh, pff. Nicht schlagen. No, please no, I fan meine ich. Oh Gott. Okay. Tschüss. Oh, da haben wir ihn voll genatzt, ne? Voll cool genatzt. Voll nass genatzt. Nass gematzt. Jetzt treffe ich ihn nicht, oder wie? Da, hinter dir. Und he's getting down, down. So, haben wir nochmal eingetrillt hier. So muss das laufen eigentlich, ne? Hier, drei Rosen für dich. Als Grabmal. Müssen wir vorher noch graben, ne? Ja, dann Grabmal für das Grabmal. So. Haben wir nochmal hier. Haben wir Pfeile? Nein. Haben wir einen Brustharnisch? Nein. Ich bräuchte noch einen Brustharnisch bräuchte ich. Und zwar von dir. Wo ist er hin? Ist aber auch kein Brustharnisch, ne? Wo ist er hin? Ist er, boah. Ey, manchmal, ne? So. Haben wir den auch? Also wir kämpfen uns hier wirklich voran ohne Brustharnisch. Ich bräuchte noch einen Kettenbrustharnisch oder so, dann kann ich ihn auch noch verzaubern. Aber dazu brauche ich ihn erstmal, leider. Pfeile haben wir immer noch nicht. Wo gehen wir denn lang? Aber die Map mag ich irgendwie, weil da bin ich immer gut. Ich weiß auch nicht, warum, ich bin immer gut auf der Map. Immer. Hier geht's zum Penner. Oh, Brustharnisch? Sagst du? Nee. Kurz mal Sachen weglegen, die wir nicht brauchen, so. Ja, scheiß auf das Holzdingens, ey. Was denn für eine Musik? Geil. Bisschen leise, aber geil. Da kann aber drin sein. Nee. Kann, habe ich gesagt. Wo lang laufen wir denn jetzt? Sollen wir nochmal da hinten laufen? Ja, Lacho wäre wahrscheinlich irgendein holländischer YouTuber. Ich kenne ihn jetzt nicht. Ich spreche auch nicht so gerne holländisch. Liegt mir nicht so. Lieber Deutsch. Ne? Snailheit. Snail, Snail! Geht's hier weiter? Ich glaube. Hallo?
Jörg, ey, diese Löcher hier drin, ne? Hier ist aus die Maus. Sense im Gelände. Und jetzt falle ich ins Loch rein. Oh nein. Wäre typisch für mich. Wäre jetzt nicht so verkehrt, oder? Ja. Da. Ach Gott, ey. Oh, Lacho ist immer noch drin und sogar. Oh oh. Ja, was machen wir jetzt? Richtung Spawn oder wie? Wir können immer noch leveln, ne? Scheiße, ey. Aber was soll man denn. Die Hose bringt auch nichts, oder? Eine Hose jetzt leveln ist Schwachsinn. Ich müsste mal jemanden begegnen mit Brustharnisch. Jetzt sind wir hier am Spawn. Gehen wir mal zur Tankstelle. Ein bisschen anzapfen hier. Aber hier ist nichts. Oh, da oben ist jemand. Hallöchen, du hast Schaden bekommen. Oh, erst haben wir einen guten Blick gegeben. Was denn? Hey. Wie er rumgeleckt, habt ihr das gesehen? Oh fuck. Schnell, Brustharnisch. Brustharnisch. Oh, Leute. Oh, da. Ja, scheiß auf die Schuhe. Scheiß auf Pfeile, egal. Ich gehe jetzt erstmal verzaubern. So. Ups. Einmal rübergesprungen, ganz elegant. Wir machen hier ordentlich Leute fertig gerade. Aber, ja, Rüstung ist schon in Ordnung, ne? Ja, ist schon in Ordnung. Wir wahrscheinlich gleich noch ein. Beim Refill werden wir wahrscheinlich gleich noch einen Eisenpanzer bekommen. Bei meinem Glück. Ups. Ja, komm, weg damit. Schutz drauf, perfekt. Ah. Bam, bam, bam. 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 Ist ein cooles Lied, das gefällt mir sehr gut. Komm, mal wegwerfen, was wir nicht brauchen hier. Boah, weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Ah, komm, alles weg damit. Bin jetzt überlaufen. Hä? Hier, komm, das können wir noch aus dem Inventar rauswerfen, das auch. Oh, Deathmatch! Hallo? Haha! Da habe ich ihn ja weggesnackt, während er im Inventar ein bisschen schlief. Oh. Ja, passt doch. Kommt hier jetzt jemand? Ich hoffe mal nicht. So, ups. Achso, klar. Dann müssen wir so machen. Ich schaue mich nochmal kurz um. Sicherheit geht vor. Jetzt mal hier. Ups. Zwei. Und drei. Drei Äpfelchens. So. Perfekt. Auch nochmal drei Äpfel. Haben wir Pfeile mittlerweile? Ach komm, scheiß auf Pfeile. Machen wir mal so. Und so. Und jetzt gleich legge ich wieder obligatorisch einfach mal so rum, weil ich es kann. Bam, bam, bam. Jetzt gehen die beide auf mich, oder wie? Okay, die gehen alle auf alle, oder wie? Auf den will ich zuerst drauf gehen, das war nämlich schon meiner eben. Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Ja, hätte ich es auch nicht machen dürfen, so wirklich, ne? War schon doof von mir, jetzt da den. Ja, war schon doof. Ach, Alako hat gewonnen, oder wie? Ah, ja. Ist ihm zu gönnen. Letzte Runde, liebe Leute, SG18. Dauert ein bisschen, Fort Splash ist wieder da. Fort Splash. Fort Splash. Passt doch, oder? Machen wir eine Fort Splash-Runde, eine Forts-Runde. Ach ja, komm, Temple Run, ich vergesse es immer wieder. Ich bin in Gedanken immer und denke, okay, was kommt jetzt für eine Map dran? SG4 wahrscheinlich. Ups. Uah. Naja. Hüpser. Hüpser.
Hupsa! Na. Mal lieber anders, mach mal. Furza! Oh. Oh. Schon wieder? Ach ja, neue Playlist, genau. Ich muss ja nochmal neu starten. So. Und dann. Weil, gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Ich komme hier einfach nicht drauf. Ich bin zu doof manchmal für einfache Sprünge. Ja, perfekt. Ups. Ah. Zu der Game ist 4. Fotospeich ist immer noch drin. Ach, schöne Musik. Bisschen Disney-Style. Jetzt hätten wir hier Super Mario noch gebrauchen können und die Schlümpfe. So ein bisschen. Okay, ist ja kein Disney, ist Nintendo und so weiter, aber Schlümpfe ist von Disney. Sag ich mal einfach so. Ich behaupte mal, Schlümpfe. Nee, von wem sind. Schlümpfe ist von Gargamel. Gargamel hat sie erfunden. So, liebe Leute. Okay, ich höre auf, so zu reden. Ne? Das war letztes Mal schon anstrengend genug. So, liebe Leute, wir spielen hier auf SG4. Ja. Nein, aber, So. Schreibt einmal Fortspash, einmal mal in den Chat. Weil ich es kann. Du Lappen. So. Los geht's. 3 und 2 und 1 und go, go, go! Ja, willst du mich jetzt verarschen? Meinst du jetzt wirklich... Oh, warum schlagen mich denn alle? Warum schlagen mich denn immer alle? Und warum ist die Truhe hier immer noch voll? Oh. Naja, irgendwie... ich habe irgendwie Bock so zu reden, aber irgendwie, ich glaube, es kommt nicht so gut an. Ah, ein Harnisch. Jetzt finden wir einen Harnisch auf Anhieb. Die Welt ist manchmal so gemein. Was haben wir hier Schönes? Da, die Truhe ist nicht da. Ich gehe erst zu dem Hangar. Wir brauchen erstmal ein Schwert. Und da ist meistens eins drin. Seht ihr? So. Aber wir können wahrscheinlich den Weg hier rein noch schaffen. Und ich bräuchte halt ein... Besser als gar kein Schwert. Ist ein Schwert. Hallo. Ja, komm, flieh. Flieh vor dir selbst. Okay, eigentlich wieder von mir, ne? Ups. Jetzt bräuchte man noch einen Bogen. Wäre ganz geil. Kommt hier jemand? Nein. Dann machen wir die letzten Truhen auch noch eben leer. Die jetzt zum Beispiel. So, und gucken wir einmal nach. Und, ja, Sicherheit geht vor. Leider Gottes hier im Hangar sich... Oh, pff, dann die Maus wieder, ne? Bewegt sich wieder so elendig. So, perfekt. Machen wir jetzt zu. Rüstung ist gut. Schwert, naja. Fortspash lebt immer noch. Da oben ist jemand. Da oben sind zwei Leute. Gehen wir zum allerersten Mal auf den Berg. Wo ist der hin? Oh. Hua. Stirb du! Du! Aua! Oh, er kommt mir gar nicht nach. Ja, das ist halt das Dumme, dass man hier runtergeworfen werden kann. Ach komm, wir gehen es mal hier so. Eine Hose brauchen wir nicht, ne? Nee. Oh, es sind zwei Leute. Ja, klar, ein Team mal wieder. Oh, oh, Schweinchens. Oh, ein Zweier-Team. So, jetzt zeige ich euch was ganz Cooles. Gleich, pass mal auf. Einen kleinen Trick, den ich gelernt habe. Damals in der Armee. In der Armee habe ich damals einen schönen Trick gelernt. Oh, pass mal auf. Ja, ich muss noch kurz eine Runde laufen. Aber gleich. Na? Ja, ja, okay. Oh, fuck. Ja! Aua! Wehe, der... Geht auf mich jetzt drauf, oder wie? Uff! Pff.
Moin! Ich muss kurz irgendwie weg. Irgendwie... Ja, jetzt sitzt Team... Okay. Jetzt zeige ich euch den Trick, den ich euch eigentlich zeigen wollte. Jetzt ist die perfekte Situation dafür. Jetzt ist es perfekt. Jetzt ist der Moment. Oder? Ich glaube schon. Ich schaue mal kurz drauf. Beide verfolgen... Ne, einer verfolgt mich nur. Aber ich zeige euch mal was. Ich hoffe, das klappt auch. Aua, klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Rückzug. Rückzug. Ach, Leute, ey. Aber es war eine lustige Runde auf jeden Fall. Aber ich habe vermasselt ohne Ende irgendwie, ne? Manchmal nimmt das ganze Spiel nicht ganz so ernst irgendwie. Naja. Liebe Freunde, liebe Leute, ein Glückstags. Boah. Ich sag einfach mal auf Wiedersehen und bedanke mich fürs Zuschauen, für diese Episode. Und ich denke mal, das wird irgendwann auch wieder besser werden. Mein Ziel ist immer noch, 3 Runden zu gewinnen. Irgendwann schaffe ich das. Wäre doof, wenn ich es einmal das jetzt schon schaffen würde nach 33 Folgen, oder? Denn ich habe mir schon ein richtig cooles 50er-Special ausgedacht. Das kann man ja so ein bisschen erzählen, oder? Ich denke ja auch ein bisschen voraus und so. Und überlege mir immer ein paar Sachen. Und das kann man ja mit euch teilen, die Sachen. Deswegen, ich habe schon eine coole Idee fürs 50er-Special. Und ich habe ja gesagt, wenn ich 3-mal gewinne, beende ich dieses Format ungeschnitten. Und das darf natürlich nicht vor der 50 passieren. Deswegen... verliere ich auch mal gern ab und an, auch absichtlich. Ne? Ich drücke jetzt mal nicht Tab, sondern ich drücke Escape gleich und beende die Aufnahme. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und tschüss, hauen Sie rein!